Wie wollen Sie, kurz zur Statistikfrage, wie wollen Sie eine Evolution, die durch unsere Reformen beginnt, zum Beispiel die Evolution durch die Gesundheitsreform, wenn der Arzt zum Beispiel mehr belohnt wird für Prävention, für Gesundheitsförderung und Verhinderung von Krankheiten, wie wollen Sie das ausrechnen volkswirtschaftlich? Wir sind gekommen auf 200 bis 500 Milliarden plus in allen Bereichen der Gesellschaft. Im Gesundheitssystem schließen wir uns dem Patientenverband an und sagen, allein in der Gesundheitsreformseite, da kommt ja dann noch die Ernährung und die Pflege dazu im ersten Anlauf. Allein damit, wir schließen uns da dem Patientenverband an, 70 Milliarden plus, jedes Jahr kein Problem. Im ersten Jahr rechnen wir mit 50 Milliarden aus den drei Bereichen Ernährung, Gesundheit und Pflege.